Wir befinden uns hier in einem Quarzsandwerk. Heute habe ich euch den brandneuen Blowback Backlift 8200 mitgebracht. Mein Name ist Wolfgang Wieland und ich möchte euch heute den Blowback Backlift im harten industriellen Einsatz zeigen. Vor kurzem habe ich euch ja den Blowback Backlift 10.000 gezeigt. Das ist die Anlage mit dem hydraulischen Schlaucharm. Hierzu gibt es ein separates Video, das ihr euch gerne nochmal anschauen könnt. Heute also die 8200er Anlage, die nicht mit dem Schlaucharm ausgerüstet ist, dafür aber hier mit einer Blasvorrichtung, um eine Druckentleerung des Sammelbehälters machen zu können. Wichtig beim Blowback Backlift ist vor allem die Funktion, das eingesaugte Saugmaterial direkt auf große LKWs oder in große Mulden entleeren zu können. Das ist das, was der Kunde hier machen will. Und wir werden euch später zeigen, wie diese Entleerung funktioniert. Der Kunde hat uns beauftragt, diesen riesigen Haufen Quarzsand wegzusaugen. Manuel wird das jetzt gleich tun. Wir haben hierzu schon mal einen Saugschlauch in DN100 ausgelegt. Manuel, bitte loslegen. Der Job ist erledigt. Manuel hat den riesigen Haufen Quarzsand weggesaugt. Als nächstes fahren wir dann zur Entleerungsstelle und entleeren das Saugmaterial. Die Aufgabe ist nun, das Saugmaterial in diese 40 Kubikmeter große Mulde zu entleeren. Und wie das geht, zeigen wir euch jetzt.
Hier ist dann noch einmal der Blowak Backlift 8200. Es handelt sich um eine Sauganlage mit einer Vakuumpumpe, die eine Luftfördermenge von 8200 Kubikmetern erzeugen kann. Und wir stellen die Vakuumpumpe auf ein maximales Vakuum von 800 Millibar ein. Somit läuft die Anlage schön ruhig. Die Vakuumpumpe ist gut geschützt. Es besteht kein Risiko einer Überhitzung. Die Vakuumpumpe befindet sich hier im vorderen Teil der Anlage, in dem Aggregateraum. Angetrieben wird die Vakuumpumpe über ein Trenngetriebe durch den LKW-Motor, sodass kein separater Antriebsmotor für diese Anlage erforderlich ist. Hier nun ein Blick in das eigentliche Aggregat. Die Vakuumpumpe ist relativ verbaut. Man kann sie in der Mitte des Aggregates erkennen. Davor die großen Behälter oder die großen Rohre, die ihr hier sieht, sind Schalldämpfer. Es geht immer darum, den Schallpegel möglichst nach unten zu bringen. Oben die Klappe ist der Sicherheitsfilter. Wir haben bei dieser Anlage 40 Quadratmeter Sicherheitsfilter verbaut. Der Sicherheitsfilter deswegen, der Hauptfilter könnte durch Verschleiß eine Beschädigung erhalten. Der Hauptfilter ist im Bereich des Sammelbehälters verbaut. Wenn der Hauptfilter einen Defekt haben sollte, schützt der Sicherheitsfilter die Vakuumpumpe vor Fremdkörpern, was natürlich ausgesprochen wichtig ist. Hier dann die Steuerung für die Anlage. Wir können hier die Drehzahl regeln, können die Filterabreinigung aktivieren und haben natürlich alle hydraulischen Funktionen, die erforderlich sind für das Kippen und Entleeren des Saugmaterials, hier vorhanden. Es gibt außerdem einen Anschluss für eine Kabelfernbedienung, das ist Standard bei dieser Anlage. Alternativ kann die Anlage natürlich auch mit einer Funkfernbedienung ausgerüstet werden, auf Wunsch des Kunden. Was ihr hier seht, ist ein Füllstandsmelder. Wir kontrollieren hier das Sammelvolumen unterhalb des Filters, der Filter hier im oberen Bereich. Was hier zu sehen ist, ist der Anschluss für die Blasvorrichtung. Wenn verblasen werden soll, benötigen wir Druckluft hinten an der Blasvorrichtung. Die Druckluft kommt hier raus von unserer Pumpe, die wir dann als Kompressor verwenden. Und es wird eine Schlauchleitung nach hinten verlegt, um die Blasvorrichtung mit Druckluft zu versorgen. Sehr bewährt hat sich hier die Wartungsklappe unterhalb des Hauptfilters. Von hier kann der Hauptfilter rohluftseitig inspiziert werden. Sind die Filtertaschen noch in Ordnung? Auch sehr praktisch. Man kann von hier aus den Sammelbehälter reinigen.
Hierzu kann Wasser in die Anlage gespritzt werden. Bei einem Reinigungsvorgang hinten wird leicht geöffnet, der Abscheider wird leicht schräg gestellt, sodass das Wasser mit dem Schmutz nach hinten herauslaufen kann. Das hier ist natürlich der Sauganschluss in DN200. Das heißt, wir können hier 200 mm große Schläuche anschließen. Hierfür hat die Anlage genug Saugleistung. In der Regel wird mit DN150 oder auch mit DN125 Schläuchen gearbeitet, weil das für die Bediener natürlich das komfortablere Arbeiten ist. Sehr praktisch bei den Anlagen ist immer die Ladebordwand. Die kann hier hochgeklappt werden, sodass hier auf Arbeitshöhe schon eine ganz gute Ladefläche für Schläuche besteht. Oben ist die Wartungsplattform. Die kann oben das Geländer heruntergeklappt werden. Hier wird eine Leiter eingehängt, sodass für Arbeiten oben am Behälter eine sichere Standfläche gesorgt ist. Oben befindet sich dann auch noch ein zweiter Saugeingang. Die Anlage kann von oben befüllt werden, zum Beispiel wenn von einem Dach oder aus einem Gebäude heraus nach unten gesaugt werden soll, ist das sicherlich die bessere Vorgehensweise. Die wichtigsten Betätigungselemente für alle hydraulischen Funktionen haben wir hinten noch einmal, sodass für den Entleervorgang auch von hinten die Hydraulik betätigt werden kann. Hier können die verschiedenen Kippzylinder betätigt werden. Ihr habt gesehen, es gibt einen Zylinder, der vorne hochgeht und dann natürlich die Backlift-Vorrichtung und auch die Verriegelung und das Betätigen der Entleerungstüre kann von hier aus durchgeführt werden. Was ihr hier seht, ist die Blasvorrichtung. Damit kann das Saugmaterial bei geschlossenen Behälter zum Beispiel in ein bauseitiges Silo verblasen werden. Das wäre in einem Mineralwerk eigentlich eine typische Anwendung. Kann hier nicht gemacht werden, weil der Kunde kein Silo hat, das mit einer entsprechenden Steigleitung und mit einem Silo-Aufsatzfilter ausgerüstet ist. Häufig werden solche Anlagen auch verwendet, um Kies auf Dächer zu verblasen. Auch das geht heute nach den mehrfachen Verbesserungen, die wir hier konstruktiv durchgeführt haben, wirklich mit erstaunlicher Leistung. Auf dieser Seite eher die passive Seite. Man sieht hier die Verrohrung für die Backlift-Vorrichtung. Wie ihr gesehen habt, geht auch im aufgekippten Saugschlauch eine Verbindung ohne Unterbrechung bis nach oben. Das heißt, und das ist das vielleicht das Besondere an dem Blowback Backlift im Vergleich zu anderen Produkten, wir können wirklich in jeder Position des Sammelbehälters saugen. Auch wenn der Sammelbehälter oben ist, auch wenn er angekippt ist, ist es möglich zu saugen, sodass die Zeiten zum Auf- und Absenken des Behälters reduziert werden können, wenn man zum Beispiel an der Entleerungsstelle vor einem Container saugen will. Hier noch ein Blick in das Hauptaggregat von der anderen Seite. Ihr könnt jetzt die Vakuumpumpe etwas besser sehen. Vorne auch der Riementrieb gut zu sehen. Ansonsten der zweite Sicherheitsfilter. Er ist nämlich von beiden Seiten zugänglich, sodass wir zweimal 20 Quadratmeter Patronen in dieser Anlage verbaut haben. Das war's für heute. Ich hoffe, es war was Interessantes dabei für euch. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.